So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Und ich habe direkt auch gleich mal schlechte Nachrichten. Hier auf dieser Insel sind wir tatsächlich auch schon gewesen. Oh mein Gott. Das ist ja das Heftigste überhaupt. Die Frage ist, wie sollen wir uns wieder einigermaßen fit kriegen, wenn wir hier kein Pipi mehr finden? Die Insel sieht genauso aus wie meine Heimatbase-Insel tatsächlich. Naja, ich habe erstmal was getrunken. Die Sache ist, ich würde ja gerne zu meiner Heimatbase zurückfahren, aber ich brauche wirklich Pipi, ne? Es ärgert mich intensiv, dass ich jetzt irgendwie einfach also ein scheiß Seeigel hängen geblieben bin. Den habe ich vor allem auch noch gesehen im letzten Moment, ne? Und dann passiert für mich das Tragische. Ich laufe hinein. Oder schwimmen. Laufen. Was schwimmen, laufen. Geschwommen mit Laufen. Nee, hier gibt's aber kein Pipi. Ich bräuchte nur einmal fucking Pipi, Alter. Was sagt meine Gesundheit im Allgemeinen? Wenigstens haben wir erstmal keinen Durst, ne? Das ist schon mal ziemlich was Gutes eigentlich. Wir sollten nochmal eine Palme köpfen. Oh, es wird schön tags. Das ist doch klasse. Wenigstens etwas hat es doch Schönes. Wir sehen einen neuen Morgen. Die Frage ist, wo fahren wir denn jetzt wirklich hin gleich? Ich hätte, glaube ich, eine Idee. Ich hätte da, glaube ich, eine Idee. Damit ich dich mal sehe. So. Wo ist denn jetzt hier die Kokosnuss? War das eine Palme mit ohne? Das war mit ohne. Och, das ist aber ärgerlich. Wieso hast du mit ohne? Hab ich dich hier umsonst geschlachtet. Du bist auch mit ohne. Und du? Bist du mit oder ohne? Hier gibt es keine Kokosnüsse? Das ist aber seltsam. Was ist denn das für eine Insel? Eine Insel ohne Kokosnüsse, ha? Da. Na komm, ey, bleib ich irgendwo backen. Ich dachte, ich habe gerade die Hai-Musik gehört hier am Land. Ich meine, dem Spiel ist ja alles zuzutrauen, ne? Oh nein, Telefon. So, ich segel hier gerade so vor mich hin. Ich habe was im Wasser entdeckt. Aber ich habe immer noch kein Pipi gefunden. Wie gesagt, auf der einen Insel war ich auch schon mal. Bevor ich vom Telefon unterbrochen worden bin. Da unten ist eine andere Insel. Glaubt mir, ist ein Zapperfleck wieder. Ich mein Zapperflecken. Aber ich habe was im Wasser entdeckt. Das wollte ich mir nochmal ganz kurz angucken. Was es wohl sein mag. Was war das? Habe ich mir nur eingebildet? Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir gerade Walgesang eingebildet, tatsächlich. Walgesang. So. Aber wo ist es jetzt hin, was ich gesehen habe? Die Musik wird auf jeden Fall wieder angenehm schön. Da ist eine Insel. Ich hab doch was da. Was zum Teufel ist das? Was ist das? Ja, ich kann nicht zurückdrücken. Warte. Müsste wendiger lenken können hier, ne? Wonach sieht das aus? Keine Ahnung. Ich würde gerne mal direkt drauf zusteuern. Ich weiß nicht, was es ist.
das ein Segelboot? Ich habe diese Insel entdeckt. Ich habe doch gerade eine Insel entdeckt. Wow, fettes Umkreisen. Ich glaube, wir umkreisen das nur ganz fett eigentlich nur. Was ist denn das? Da, jetzt kommen wir direkt auf so. Was mag das bloß sein? Was ist das denn? Ist das, warte mal. Ist das die Moräne? Ich muss jetzt nicht da rein unbedingt. Das ist ein Schiffswrack hier. Ein ganz, ganz großes Schiffswrack. Okay, ich würde da schon gerne mal reingucken. So einen Blick riskieren, ja, warum nicht? Oha, Freunde. Ich habe nicht genügend Waffen jetzt dabei, ne? Um mich da jetzt mit dir anzulegen. Ach, das ist ein Kriegsschiff. Wahrscheinlich wird die da drin irgendwo sein, im Kriegsschiff. Oh Gott, die hat uns gesehen. Weg. Ah, natürlich gibt es hier wieder scheiß Wetter, ne? Oh, Alter, hier ist was gegengeballert. Verschwinden wir von hier. Verschwinden wir von hier! Gut, dann haben wir das schon mal gesehen. Wie gesagt, ich habe nicht genügend Waffen dabei. Und vor allen Dingen habe ich auch nicht gespeichert, ich bin vergiftet. Also folgedessen all solche Sachen, die man überhaupt nicht gebrauchen kann, um jetzt gegen einen Bossgegner zu kämpfen. Aber ist ja cool. Das wird wohl die Moräne sein. Macht auch Sinn im Kriegsschiff. So, wir haben schlechtes Wetter, wir sehen uns gleich auf der Insel. So, meine lieben Leute, mit großen Entsetzen stelle ich fest, auch hier waren wir schon mal. Ein Ärger einfach, ey. So ein Ärger. Ich hoffe nur, dass ich hier kein Pipi mitgenommen hatte. Gott, es ist laut gerade. Aber die Möwe sitzt da ganz gechillt. So, okay. Das kann sie ja mal machen, ne? Ja. Das ist immer so süß leckt immer. Wahnsinn, Leute. Liebe Leute, das ist Wahnsinn. Hoffentlich gibt es hier keine Schlange. Um Gottes Willen. Würde ich jetzt eh nicht hören. So laut der Lärm. So Lärm der Laut. Kann ja nicht schaden, wenn wir jetzt mal eine Kokosnuss knacken würden. Und die dann aussaufen. Tags, ne? Muss ich jetzt nicht mummelig mit Lampen rumlaufen. Gut, die Insel haben wir schon komplett abgegrast. Und wenn ich Pipi gefunden hätte mal auf dieser Insel, habe ich es mit Sicherheit mitgenommen. Und mittlerweile haben wir es wahrscheinlich verwertet. Da drüben müssen wir nochmal hin. Da ist auch nochmal eine Insel. Das ist die letzte Insel auf der Karte von dieser Seite aus. Ach herrje, Freunde, ey.
Ein gutes hat das. Das Wetter lässt jetzt nach. Da können wir sofort wieder in den See stechen. So, ich hoffe nur, dass ich... Guck mal, hier war noch ein Schweinchen. Das haben wir uns nicht geholt. Ich kann nur hoffen, dass ich da noch nicht gewesen bin. Warte mal. Moment mal. Da sollte eine Insel sein. Warte. Das... Ach, komm, Fernbedienung. Ach, egal. So, warte mal. Hey, Moment. War da gerade eine Schlange? Also. Jetzt haben wir gar keine Inseln mehr. Natürlich auch nicht. Da, warte mal, da. Genau. Da, wo gerade auf... Das ist aber nicht... Das sollte es nicht so nicht sein. Wir wären jetzt hier drauf zugesteuert und hätten hier eigentlich eine Insel haben sollen. Was sagt unser Wasserhaushalt? Essen müssen wir bald mal. Und wir sterben bald. Ist natürlich jetzt auch nicht so schön. Und jetzt kommt die Nacht. Ja, Freunde. Wir werden bald an Vergiftung sterben. Ja, ist halt so, ne? Sehen wir mal zu, dass wir noch irgendwo weiterkommen. Es muss doch noch irgendwo Pipi geben, Alter, ehrlich. Das ist ja irre. Einfach nur irre. Weiter geht's im Text. Und so. Hä? Oh. Das wusste ich gar nicht, dass ich das gemacht habe. Ich bin mir auch sicher, dass ich das nicht gemacht habe. Hängen wir irgendwo fest? Aber wo? Ja. Oh mein Gott, warum hängen wir fest? Ich möchte manchmal ganz gerne schreien bei diesem Spiel hier. Wo immer wir festhängen, so schlimm kann es doch jetzt echt nicht sein. Hä? Wir hängen da immer noch fest. Nee, wir werden zurückgespült. Wir hängen immer noch fest. Ne, wir rudern immer wieder zurück. Das ist ja echt ätzend. Komm, weg. Das Spiel ist sehr... Da müssen wir hin, genau. Zur linken Insel. Ja. Was ist das denn jetzt? Weil ich Hunger habe und bald sterben muss. Oh. So sieht's also aus. Deswegen hängen wir hier fest. Alles klar. Ah, ich habe auf dieser Insel gespeichert. Ich könnte mir sonst in der nächsten Runde, wenn ich hier wirklich abkratzen sollte, mir nochmal was zu essen jagen, ne? Oh nee, sag mir nicht, dass wir immer noch festhängen. Das ist doch nicht mehr normal. Immer noch an diesem Sprudelding hier. Oh, Himmel, Arsch und Sven, ey. Ist auch noch Sprudelding ins Unterwasser? Nee.
Jetzt sollten wir dran vorbei sein, richtig? Richtig. Volle Fahrt und so. Endlich. Auf ins neue Abenteuer. Und vielleicht in unseren Tod. Wer weiß das schon. Ja. Aber wo wäre das neue Abenteuer jetzt hin? Boah, wir sterben, Leute. Das kriegen wir nicht hin. Das schaffen wir niemals. Wir hätten essen sollen. Und wenn das Kokosnüsse gewesen wären. Scheißegal. Da vorne ist die Insel. Und nur darum beten, dass wir da nicht schon mal gewesen sind. Ich meine, so ein Shelter können wir selber aufbauen. Wahrscheinlich sind wir da schon mal gewesen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da schon mal hingesegelt sind. Dann frage ich mich, auf welchen Insel waren wir noch nicht? Wir waren ja wirklich schon überall. Das macht mich nervös, wenn das die ganze Zeit piepst, ne? Finde ich irgendwie nicht so abschaltend. Können ja erstmal Kokosnüsse. Oh, ich habe noch so ein Paket dabei, glaube ich. So ein Essenspaket. Da sollte ich gleich mal reingucken. Das müsste ich noch dabei haben, tatsächlich. Sieht dicht bewachsen aus. Also war ich hier noch nicht. Habe ich so ein Essenspaket dabei? Ich meine ja. Ich meine ja. Nun komm, wir sind doch schon fast da. Ja, nervt doch jetzt nicht so extrem. Ach, war das da, wo wir nicht aufs Boot kamen, ne? Da ist ein Reifen auf dem Boot. Das wäre ziemlich dumm. Also das spricht dafür, dass wir hier noch nicht gewesen sind. So, warte mal. Ich müsste hier, glaube ich, noch ein Essenspaket drin haben. Habe ich nicht mehr? Oh mein Gott. Dann werden wir sterben jetzt. Wir werden sterben. Wir werden alle sterben. Auch ihr werdet sterben. Ja, muss ich jetzt unbedingt ausrüsten. Potatoes, kann ich die essen? Oh Gott. Da habe ich Kotzen vorgekriegt. Was hat denn uns gerade noch angebumst hier? Pipi gefunden. Okay, ziemlich geil, aber es geht jetzt nicht darum, erstmal jetzt Pipi zu finden. Wir müssen jetzt erstmal überleben. Das heißt, schnell mal Feuer anmachen. Ich habe ein großes Steak am Stüssel. Nett. Da gemütlich hier vorne. Gibt's auch Klamotten ohne Ende. Also wäre cool, wenn wir jetzt nicht sterben würden. In 3 Stunden spät der. Oh mein Gott, das dauert immer so lange. Dankeschön. Nicht ausmachen, das Feuer.
Häng das doch jetzt rein. Wieso kann ich das jetzt nicht reinhängen? Das Stück Fleisch kann ich hier nicht reinhängen? Ist das so groß oder was? Das ist nicht euer Ernst. Oha. Wir müssen jetzt mal Kokosnuss essen. Nun nimm! Fresse, Alter. Es ist nicht auszuhalten. Dieses Spiel macht einen einfach noch krank hier. So. Protest. Ja? Scheiß dich ruhig zu. Was mache ich denn jetzt, Alter? Jetzt sind wir so richtig am Arsch. Ich verstehe nicht, warum ich das da nicht reinmachen konnte. Jetzt habe ich auch noch Durst. Unnötigerweise, und ich habe eine Kokosallergie gerade. Und diese Insel ist so schön. Wir werden hier sterben, Leute. Wir werden hier sterben. Da ist was zu essen. Ich habe es gefunden. Ich will mir nicht vorstellen, dass wir das nicht, dass wir es überleben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Na komm, genug geschnitzelt jetzt hier. Oh ja, steck das ruhig weg, kein Problem soweit. So. In dieser Zeit. Womit baue ich mir nochmal was? Wie baue ich mir nochmal. Aber das hilft auch nichts mehr, da werden wir verdursten in der Zeit. Wir brauchen dreimal Steine. Einmal Dings und Dings und Dings und Dings. Ja, genug hier. So, pass auf. Dreimal Steine. Ich schmeiß mal ganz kurz was ab. Was ich jetzt gerade nicht unbedingt brauche. Die Taschenlampe. Die Speere. Wollen wir alle Speere wegwerfen. So, dann los geht's. Dreimal Steine. Da wären wir schon. Stöcker. Diese Dingens hier. Jo, geht schneller. Da waren noch Stones. Stones, 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 Stones. Jetzt wird es schnell gehen müssen, liebe Leute. Wo, hallo, hallo, wo läuft der denn jetzt, aber man? Geht hier auch mal spazieren, ey. Unglaublich. Natürlich auch eine sehr interessante Insel jetzt, ne? Oh ja, Schritt zurück und so. Hallo. So, jetzt haben wir es. Jetzt brauchen wir noch mal... So eine Buddel Steine haben wir noch genügend. Ja, jetzt brauchen wir noch diese Palmdingens. Da können wir die ranhängen. Mit Vergiftung, da können wir gleich mitmachen. Irgendwo. Hey, komm schon, das sollte doch reichen jetzt. Was fehlt denn noch? Gar nichts. Siehst du? Komm. Stell auf den Shit jetzt hier. Kann ich trinken direkt? Das wäre total geil. Schade. Kann ich nicht. Pipi, nehmen wir uns alles gleich mit. Wo kommt denn die Trommel her? Es sieht ziemlich schlecht um uns aus, ne? Oh ja, liebe Leute, das sieht sehr, sehr schlecht aus.
schon, Nickend jetzt. Den droppen wir mal ab. Oh, drop ihn doch jetzt. Oh, habe ich davon viele. Okay, cool. Oh, immer noch nichts dabei. Muss ich noch einmal Kokosnuss trinken, das nützt alles nichts. Wettlauf gegen die Zeit und so. Hunger haben wir auch. Da liegen noch mehr Klamotten. So, komm, wir müssen noch mehr jagen, einmal. Ja, komm. Tropf ruhig rum, du Wasser. Mach mir die Wassernummer. Ah, ja, ja, ja. Der Grund, warum wir eigentlich in diesem Zustand sind. Solche Kackigeln. So, ich muss sowieso gleich wieder nochmal neue. So. War das von der Palme, die ich gerade abnehme? Das ist eine Bananenstaude oder so, hätte ich mal gesagt, ne? Oh, interessant. Mhm. Da noch mehr, das ist nett. Und jetzt hier so eine Superfrucht noch wäre hier, das wäre natürlich mega geil. Das, oh, die Taschenlampe habe ich natürlich abgeworfen gerade. Das wird natürlich mega helfen. Manchmal hat man das Glück, dass hier irgendwo in den Ecken noch solche Früchte hängen, die man direkt vernaschen kann einfach, ne? Das wäre super cool. Das Glück haben wir natürlich jetzt nicht. Aber hier haben wir diese Dings, was ich brauche gerade. Haben wir nochmal neue Dings zu machen wegen Dings. So, was, wo ist denn jetzt da? Genau. So, nochmal mitnehmen. Mal das draus. Ups. Jetzt hacken wir nochmal schnell so einen Baum weg. So, wir brauchen nur die Kokosnuss, ne? Aber wenn wir da rankommen würden, das wäre natürlich ein bisschen besser, ne? Uiuiui. What happy Stress. Was sind wir so im Fahrt? Sehr gut. So, jetzt immer schnell dahin. Da müsste mittlerweile sich ein bisschen Wasser gebildet haben. Es wird immer stressiger. Wir sind gleich tot, Alter. Direkt neues Wasser produzieren. Nicht das. Ich meine, du solltest es nicht. Ob wir das schaffen werden, ey, das ist super spannend gerade. Möchte hierbei auch gar nicht abschalten. So, wir brauchen noch was zu essen. Wir haben natürlich kein Speer gerade ausgerüstet. Warte mal, nehmen wir doch. Bauen wir uns aber schnell ein Speer. Warte mal. Ah, da. Oh Gott. Alter, ist nicht euer Ernst, ne? Haben wir eine gefangene, Sabine? Nee, haben wir nicht. Warte mal, vielleicht haben wir die Glück, in der Kiste ist was drin. Ach, hey, hey. Oh mein Gott, bitte. Ich wollte eigentlich was anderes drücken. Manchmal hat man ja Glück, dass diese Essenspakete drin sind. In den Kisten. Oh, ich nicht. Okay. Dass ich hier mein Feuer nicht mal mein. Warum hältst du das jetzt so? Wir immer noch Wasser brauchen und trinken und essen und Füße waschen. Komm. Da runter, Junge. Ja, eine Sardine haben wir. Vielleicht nur eine zweite wäre natürlich ziemlich hilfreich jetzt. Ja, jetzt haben wir eine zweite, sehr gut.
So. Komm, schneide auf. Klasse, super aufgeschnitten hast du das. Und ab auf den Grill. Und du sagst mir, da ist Wasser drin. Oh mein Gott. Es ist ein knapper Überlebenskampf. Ihr seht selber, wir werden hier laut. Wir gehen hier drauf, Leute, Alter. Wir gehen da so drauf. So ein Scheiß eigentlich auch, ne? Im Endeffekt wahrscheinlich nachher in der Vergiftung, ne? Pass auf, warte mal, wir nehmen jetzt das Pipi mal mit. Ich fahre hier mal kurz zum Boot. Nun, hoch mit dir. Meine Fresse, dauert das lange. Komm schon. So, kein Statuseffekt und wir werden jetzt auch nicht drauf gehen, seht ihr? So schnell auf jeden Fall nicht. Ich muss mal kurz gucken, wie spät das ist. 13 Uhr. So, ich glaube, das, was jetzt passieren wird, meine lieben Leute, dass, ob wir es überleben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ja, bis dahin. Ciao, Freunde.